Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflanzen vs. Zombies. Ich wurde in meinem letzten Video wurde ich gefragt, wo man das Geld benutzen kann oder Einkäufe tätigen kann. Das zeige ich euch dann wie folgt. Wo haben wir es? Minispiele? Nein, 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 nein. Wir sollten jetzt eigentlich irgendwo einen Punkt haben. Nö. Lexikon. Gut, wir müssen noch ein bisschen spielen, dass wir den Shop freischalten können. In dem Sinne machen wir jetzt aber weiter. Hier der Tanzzombie. Der ist richtig cool. Der fängt an zu tanzen. Und verkehrt rum. Bringt dann auch immer wieder von seinen Freunden, die mittanzen. Früher, muss ich dazu sagen, in der ersten Variante, wo ich das gespielt habe, war das noch Michael Jackson, der angefangen hat zu tanzen und jedes Mal seine Zombie-Tanz-Moves gemacht hat. Und dann sind immer wieder Zombies hochgekommen, die haben den kompletten Tanz-Move dann durchgezogen. Leider nicht mehr der Fall, das haben sie abgeändert, aus speziellen Gründen, die man ja jetzt eigentlich nicht großartig erläutern muss, weil der gute Mann leider tot ist. Und wir fangen da gleich schon mit unserem Spiel an. So, als erstes gleich mal wieder unsere Lieblingsfreunde. Ich setze mir gleich hier unten einen. Wir könnten jetzt noch so einen gleich setzen, aber ich benutze die lieber für unsere Sonnenstrahlen. Einer in die Mitte. Jetzt sollte so langsam die erste Welle kommen. Da kommen sie auch schon. Und ich habe Glück, es ist genau in der Reihe, wo ich eingesetzt hatte. Ja, und wir setzen weiter unsere Pilze. Brains. Ja, Brains. Geh, okay, komm, mach mir kaputt. Komm, ich geb dir noch ein bisschen Unterstützung. Brains. Geh schneller. Nur noch mehr Sonne. So, jetzt setzen wir mal die Reihe erstmal voll, dass da ja nichts passieren kann. Und noch mehr Lichtpilze. Den muss ich unbedingt wegmachen gleich. Der ist mir zu nah und zu gefährlich. Brains. Und die Reihe ist zu. Und ab jetzt können wir so langsam anfangen, in dieser Reihe unsere Fernschießpilze machen. Da kommt schon der nächste. Und noch ein bisschen Lichtpilze. Kommt das jetzt mal einen hin, dass er kleine Unterstützung kriegt, der Kleine. Und mehr Lichtpilze. Und weg damit. So. Hier oben, überall Pilze sind ja schon. Ich setze hier unten noch einen, dass der noch ein bisschen Unterstützung bekommt. So. Ich zeige euch auch gerne mal die Frostpilze. Auch sehr witzig. Na komm. Mehr Pilze. Die nächste Reihe machen wir mit dem. Ich soll auch jetzt mit dem zuerst arbeiten. Und da haben wir Discos-Dude. Und für Discos-Dude ist am besten, wenn er als erstes stirbt. Weil jedes Mal, wenn nämlich ein Zombie kaputt geht, fängt er wieder an, seinen Move zu machen. Und es kommt nochmal hier hoch. Hörst du auf, meine Pilze zu fressen? Finde ich uncool. Und Discos-Dude ist fertig. Der kommt nicht nochmal. Und noch einen dicken. Und das da weg. Oh, hier oben sind wir leichtes Problem gleich. Zack. Geld einsammeln. Na komm, nicht mein Pilz. Die Reihe. Und hier oben noch weg. Und noch ein Fernschusspilz. Geld. Jetzt setze ich mal meine zweite Reihe. Und den letzten hier oben. Und wenn die große Welle mal kommt, dann zeige ich euch das mal, wie das ist mit dem Frostpilz. Der ist eigentlich sehr witzig. Und gibt einfach Zeit jedes Mal. Geht noch weg. Komm, das geht noch schnell weg, bevor einer kommt. Jawohl.
da bin ich schon wieder. Und da kommt der Shop. Und zack, alle eingeführt. Das heißt, keiner kann jetzt mal was machen. Und da ich böser Mensch bin, Mist, das geht nicht. So lange überlebt er nicht. So lange überlebt er eine Sonnenreise. Ich gehe jetzt mal los. Machen wir noch die Grabscheiben weg. Es gibt noch ein bisschen Extra-Punkte. Ah, haben wir noch? Ja, wir haben noch. Wir ziehen jetzt das Spiel ein bisschen in die Länge, weil ich möchte unbedingt die Grabsteine mitnehmen. Weil jede Münze, wo ich kriege, kann ich im Shop dann später noch was kaufen und muss nicht jedes Mal so spezielle Gartenarbeit mache, wo dann später noch kommt. Und dann Atompilz. Kostet 125, also ist noch 25 besser, also 25 billiger als die Kirschen. Zerstört einen großen Bereich und hinterlässt einen Krater. Der Krater hat halt das Problem, da kann ich dann in nächster Zeit nichts reinsetzen. So, hier sehen wir es wieder. Also wir brauchen die hier wieder. Ich nehme meine Freunde mit. Ich mag die. Den will ich auf jeden Fall. Ich nehme jetzt wieder den Fernschuss, den und den mit. Und ja, das sind Walnüsse. Keine Kokosnüsse. Walnüsse. Gut. Nur mal so am Rande zur Erklärung. Los geht's. Und dann fangen wir gleich wieder an mit unseren Lieblingspilzen. Ich sag mal, hier unten kommt der erste. Was wir klar als erstes mal machen müssen, ist die Reihe ein bisschen verkleinern. Das ist mir echt zu weit vorne. Aber wir brauchen jetzt erstmal noch ein paar Lichtpilze, dass wir Kohle zusammenfarmen können. Na, wo kommt der erste? Ganz oben. Na klar. Und noch Lichtpilzsätze. Der Kleine sollte den eigentlich schaffen. Es gibt mir dann noch ein bisschen Zeit, da einen rein hinzusetzen. Wenn nicht, können wir da noch einen hinten dran oder vorne dran setzen. Das wird schon funktionieren. Aber es sieht ja schon gut aus. Jetzt setzen wir hier noch einen hin. Die Reihe möchte ich natürlich nicht unbeaufsichtigt lassen. Und der Kleine hat es doch schön geschafft. Dann setzen wir unsere zweite Reihe schon mal hin. Brains. 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 Komm, mach den kaputt. So, und noch ein Pilz. Dann fangen wir schon mal nebenbei an, noch diese Reihe noch dann vollzusetzen. Und dann gebe ich noch ein bisschen Unterstützung. Yeah, Goldmünze. Also, was heißt Goldmünze? Silbermünze. Der kriegt auch noch eine Unterstützung. Und noch ein Pilz. Sollten die eigentlich noch so langsam ein bisschen größer werden, oder? Fernschuss, machen wir in die Mitte. So, jetzt sollten wir eigentlich so langsam die Kohle zusammenkriegen, für die wegzumachen, bevor die große Welle kommt. Und noch 5 Sonnenstrahlen. 5! Oh, das war eine Goldmünze. Ja, statt jetzt das. Da komme ich noch mal weg. Und noch gleich Sätze. Und wir brauchen jetzt unser Sprüher. Einmal Sprüher. Oh. Brains. Da. Und noch eine Münze. So, ich. Das. Ich will den hier weg haben. Da. Den da will ich weg haben. Und ich mag einen großen noch hier stehen haben. So, jetzt können wir noch ein paar Zusätze, der Vollstand, der mitkämpfen darf. Fernschuss machen wir hier unten rein hin. Ein Lichtpilz. Vielleicht schaffen wir es noch, genau, den gerade schnell wegzunehmen. Hier können wir noch einen Fernschuss hinsetzen. Mehr Kohle, 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 Kohle. Natürlich kriegen wir auch jedes Mal Geld, wenn einer von den Rasenmähern nicht ausgelöst wurde. Jetzt kommt die große Welle, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen.
Wo kommt jetzt einer? Wo kann ich unterstützen? Wo braucht man Unterstützung? Okay. Sieht eigentlich soweit gut aus. Kann ich das mal zeigen? Bums. Alles kaputt gemacht. Jetzt haben wir hier halt ein Loch drin. Das dauert jetzt halt eine Zeit lang, bis der jetzt anfängt, das zu machen. Also ich kann auch jetzt hier nichts raufsetzen. Sprich, geht nicht. Hier lässt halt gerade, kann man erstmal Zeit lang nichts drauf machen. Oh nein, nicht meine kleinen Hülse fressen, das finde ich unfair. Weg. Ja, machen wir hier noch einen hin. Setzen wir wieder einen kleinen Hülse dazu. Und wir nehmen den mal weg. Dann wieder einen neuen setzen. Den weg. Also man sieht, hier kann man jetzt total noch nichts reinsetzen. Haben wir das jetzt so gemacht, dass gar nichts mehr geht? Nee. Früher finden die auch noch eine Zeit wieder zu. Ich gucke, vielleicht geht es jetzt immer noch. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil das ist unsere vorletzte Reihe. So, Geld. Und er hat ja auch nicht reingehauen, also von dem auch gesehen. Mehr Geld. Und wieder ein Grabstein weg. Ah, doch, es ist noch jetzt zu. Jetzt können wir hier wieder was setzen. Ah, noch nicht ganz. Ah, da kommen sie jetzt. Das ist doof. Weil umso weniger Grabsteine da sind, umso weniger Zombies kommen bei der großen Welle. Und stirbt. Und der letzte. Die sollten wir eigentlich schaffen. Fall der Arm ab. So. Und jetzt kommt die große Welle. Na komm. Wenn jetzt diesmal wieder so ein Disco-Stu dabei ist, hauen wir gleich mal hier einen Pilz hin. Und jetzt kommt das Schöne, er kämpft jetzt für uns. Gleich. Ich weiß, es ist ein bisschen Schiss und wir können jetzt noch Boden setzen und räumen jetzt die ganze Platte auf. Das ging ja mal schnell. Was haben wir jetzt hier gekriegt? Wir haben eine Zettel-Genellas bekommen. Ihr seht, wir kriegen hier nochmal Kohle. Hallo, wir kommen gleich auf ein Häppchen vorbei. Wären Eis und Gehirne. Okay. Herzlichst die Zombies. Die Zombies. Bzz. Nö. Gehirne mag ich nicht. Footballspiele, Disco-Sto, oha. Oha, oha, oha. Ah, okay. Also, wir haben jetzt für unser Spiel. Es kommen jetzt wieder von oben die ganzen Pflanzen runter. Jetzt kann ich den noch einfrieren. Bringt mir leider nicht viel, dann kommen die wieder. Der kleine Zombie, der kleine Pilz machen wir hier hin. Der große machen wir hier hinten hin. Dann machen wir den noch weg. Umso mehr weg, umso besser ist es. Wir brauchen... Oh, Atompilz. Den heben wir uns auf, falls es zu kritisch wird. Ja, jetzt gefriere ich mal ein. Dann haben wir noch einen großen. Den setzen wir dann hier hin. Den Atompilz hebe ich auf. Nochmal gefrieren. Ja, wir gefrieren nochmal. Oder? Nee, wir gefrieren nicht nochmal. Na komm, helft mir ein bisschen. Psychopilz. Heben wir uns auch ein bisschen auf. Das machen wir mal weg. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier noch ein bisschen was reinkriegen. Da ist noch eine.
hier. Oh, der Kleine wird das wahrscheinlich hier unten nicht schaffen. Naja, dann machen wir halt einen Bums. Und nochmal gefrieren. Dann haben die noch ein bisschen Zeit. Wir sind halt jetzt leider ein bisschen doof böse. Der braucht ein bisschen Unterstützung. Komm, stirb. Hier ist noch ein Kleiner, der kommt dann dahin. Den setzen wir dann hier. Noch ein Kuppel, da kriegt er mehr kleine Unterstützung. Rosa Kumpels will ich nicht. Dann müssen wir nochmal gefrieren. Da brauchen die den jetzt, wieder der Türen. Türzombies, besser gesagt. Das soll immer noch weg, bevor die Welle kommt. Können sie nochmal gefrieren. Noch wegnehmen. Ja, wenn ich es jetzt in diese Reihe setze, dann ist er dann weg. Das muss halt sein. Ah, Mose. Handschuss. Komm, wir frieren nochmal ein. Jo, dann brauchen wir da oben jetzt. Nochmal wegfressen. Ah, ich hätte eine Fresse sollen. Mist. Schuss, damit haben wir die Reihe jetzt mal voll. Machen wir gleich die zweite Reihe. Ich denke mal, hier wird es später sein. Und hier. Machen wir mal doppelt groß hier. Oh, da kommen wir hier Käse. Das ist schön. Ich hau jetzt nochmal einen großen hier hin. Da ist der Football-Pilz. Der schafft's doch sowieso bis hierhin. Und zurück, Marschmarsch. Ja, das ist noch alles weg. Und das passt. Leider ist jetzt auf dieser Linie keiner mehr, wo ihr fressen könnt. Aber was soll's. Setzen wir noch nicht. Weil die kommen hundertprozentig da raus. Da ist der Disco-Sto und. Dann kommt das nicht selbst. Oh, hier brauchen wir auch noch einen. Klar, wenn er nicht mit. Oh, ich habe ja gleich gewissen. Jawohl, und noch Goldmünze. Und dann drehen wir mal ein. Und großes Badabum. Für uns kämpfen. Finde ich jetzt mal gerade gut so. Noch eine Fanschütze. Die ist hier mal ein. Oh, das war das Falsche. Egal. Sei Dank. Wir haben noch Footballer. Ich glaube, den Footballer kriegen wir mal ein. Ja, das können wir auch besser. Oh, oh, oh. Ich hab mal eingefrieren.
das ist schon eine krasse Runde. Und setzen wir den dahin. Den auch hier hin. Klar, bei dem ist jetzt halt das Problem, wenn der Zombie zu nah kommt, geht er einfach auf Deckung. Komm, fressen die weg, bevor die Zombies auftauchen. Enne. So. Eine riesige Zombie-Welle kommt. Und irgendwas haben wir freigeschaltet. Okay, das ist hier oben zu drückig. Da hauen wir mal eine große Ladung rein. Und damit soll es das schon gewesen sein. Und wieder mehr. Seerosenblatt ermöglicht dir, nicht Wasserpflanzen darauf zu platzieren. Das ist cool. Dann kommen wir nämlich zu unserem Pool. Sieht aus, als hättest du die Zombies genug von deinem Vorgarten. Ja klar, wenn man da nicht durchkommt, hat man keinen Bock mehr drauf. Jetzt wollen sie es hinten im Garten versuchen. Ta, sollen sie gerne machen. Zu allen Übeln kannst du diesmal keine Pilze benutzen. Ja, ist ja auch Tag. Pilze schlafen ja Nacht, also über Tag. Die pennen tagsüber nämlich. Stimmt. Ist das nicht zu dämlich? Nö. So, Hinterhaus. Okay. Ich darf die Pilze nicht benutzen, weil die nur nachtaktiv sind. Ich brauche das auf jeden Fall. Ich spiele meine Sonnenblumen. Meine Böhnchen, meine Walnüsse, die Friere und die möchte ich haben. Mine oder das? Ich nehme das. Und los geht's. So, dann setzen wir mal als erstes vorab Blümchen. Blümeken. Sonne. Noch eins. So, dann setzen wir hier unten gleich. Also die kosten nur 25, die sind dann hier drin. Da gibt es dann noch schönere, aber wir brauchen jetzt erstmal genau ein bisschen Verteidigung. Erbsenschießer! Gib Gas! So, na komm, ein bisschen Licht bräuchte ich. Dankeschön. Machet hinne, ihr Leute, machet hinne. Der Tag ist Hewitts. Noch eine. Dann haben wir die zwei. So. Wir brauchen in der Mitte noch. Oh, guck die traurig. Wir haben noch Sonnenblumen. So, Männers, ich brauche Sonne. Dankeschön. Und zack. Oder sind Sonnenblumen weiblich? Ich glaube, die sind so wie als auch. Na, ist egal. Und nächste Sonnenblume. So, hier unten brauchen wir jetzt so langsam ein bisschen Unterstützung. Hau mal einfach mal eine Walnuss rein. So. Nee, ich will ein bisschen mehr haben. Komm. Genau. Und nom. Ich mag die fleischfressende Pflanze in Kombination mit der Walnuss. So, noch ein paar Sonnenblümchen-Ersetzer. Wir können anfangen auch hier. Dass wir auch hier ein paar reinsetzen können. Zack. Komm, kau schneller, dann kommt schon die nächste. Die hat Hunger. Seerose, Walnuss. Komm, noch eine. Oh, hier kommt eine, da habe ich ganz übersehen. Mannequins macht Henne. Und los geht's. Dass er noch ein bisschen was zu tun hat. Passt. Frieren wir den mal ein. Dauert ein bisschen länger, finde, bis er da ist. Dann haben wir hier noch eine hin. Oh, hier kommt der nächste. Das könnte ein bisschen böse werden. Mit einer Walnuss. Ah, da ein bisschen was drauf zu kauen.
Und gleich noch was zum Schießen dazu setze. Ja, wir können noch einen ersetzen. Oh ne, kann ich jetzt nicht machen. Na komm, ich will doch nur 150 haben. Hör auf, meine Walnuss zu futtern. So, und dann. Oh, das ist schon fast Schluss. Oh, oh. Ja, dann. Das mag ich ja gar nicht. Gehen wir mal ein bisschen. Ja, das klappt doch gut. Jetzt hier eine 2 nicht dahin. Die schießt da nämlich 2 gleichzeitig ab. Dann dürfte er nämlich nicht ankommen, der arme Sack. Und wir haben den Kürbis bekommen. Der ist auch nicht schlecht. Der kann man so als vorderste Frontverteidigung nehmen. Zermatscht Zombies. Matschkürbis. So, in diesem Sinne bedanke ich mich wieder bei euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und in diesem Sinne, tschüss.